Ein Gefangenenlager des US-Militärs auf Kuba, Insassen in gelb-orangenen Overalls, dazu Ground Zeroes im Titel. Das Szenario des ersten Prologs für Metal Gear Solid 5 erinnert an das real existierende Guantanamo Bay. Hauptfigur Snake mischt sich ja gerne in die Weltpolitik ein. Snake muss in der einzigen Mission von Ground Zeroes das Camp Omega infiltrieren und zwei Gefangene befreien. Wie er das anstellt, bleibt ihm weitgehend selbst überlassen. Beim Anspielen hat sich gezeigt, dass wir als Snake unsere Ziele schleichend erreichen können, ohne einen einzigen Marine töten zu müssen. Wir können aber auch besser als in früheren Serienteilen zur Waffe greifen und uns ohne Rücksicht auf Verluste durch das Lager schießen. Dann spielt sich Ground Zeroes über weite Strecken wie ein Deckungsshooter. Neben schnellen Reflexen ist auch Köpfchen gefragt. So müssen wir weitgehend selbst herausfinden, wo sich unsere Zielpersonen befinden. Das tun wir, indem wir beispielsweise Tondokumente nach Hinweisen durchhören. Es gibt aber noch mehr Möglichkeiten für Snake, diesen Auftrag zu erfüllen und damit natürlich einer wirklich großen Sache zu dienen.